Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen eine Runde Path of Exile in der Herausforderungsliga 3.25. Und was habe ich euch heute mitgebracht? Ich würde gerne über eigentlich ein großes Thema sprechen und das ist Delph. Wie spiele ich Delph in 3.25? Sorry. Genau. Es hat sich ja ein bisschen was verändert, wie wir Delph spielen können. Auf das möchte ich eingehen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich farme immer mal so offscreen oder upside gerne in der Mine herum. Und auch in dieser Liga bin ich sogar mehr wieder oder aktiver in der Delph als in vorangegangenen Ligen. Und über das möchte ich gerne hauptsächlich mit euch sprechen. Andererseits sprechen wir ganz kurz über die Änderungen am Bild. Also wirklich, es hat sich nicht wirklich was verändert am Bild, aber ich zeige es euch gleich. Und ja, zum Ende vielleicht nochmal einen kurzen Ausflug nach Kingsmark und wo ich da gerade meine Bedenken habe. Da kommt jetzt die Woche, soll noch ein Patch kommen, der 3.25.1 Patch. Da werden noch ein paar Sachen angepasst, wie mit diesem Staub und ja, das, was da in dem Patchnotes steht, ist sicher gut, aber mein Problem behebt das nicht wirklich, was ich ist, oder mein Ding, was ich so habe mit Königsmark. Und dann dippen wir auch gleich ins erste Ding rein, und zwar in die Änderungen am Bild. Ich zeige es euch, ich habe jetzt hier noch ein Level geschafft. Ich bin hier nebenbei immer mal wieder am Farmen. Meine Strategie ist immer noch die gleiche. Wir farmen Essenzen. Nebenbei farme ich Sulfid für Nico. Deswegen sprechen wir auch heute hauptsächlich über Nico, weil ich doch schon sehr viel in der Mine farme. Und ich glaube, man könnte da einen kleinen Refresh machen, wie es aktuell ausschaut. Vom Gear alles gleich geblieben, Skillung komplett gleich geblieben. Also das ist sehr schnell abgefrühstückt. Und im passiven Tree, ich habe jetzt hier diesen einen Punkt noch dazu genommen, einfach nochmal 4% erhöhtes Maximalleben und nochmal 10% Rüstung. Ich glaube, der nächste Levelpunkt, ja, müsste man dann schauen. Das wären nochmal 5% Leben, wäre natürlich nice. 30 Flat zur Rüstung, die 30 wären dann hier mit den Prozenten dann mit hochgerechnet. Muss man dann schauen, ob sich das dann auszahlt und wie wir vorankommen. Und ja, auch wie kohletechnisch es ausschaut, weil ich plane schon vielleicht fürs nächste Wochenupdate die ersten Cluster zu kaufen. Ein oder zwei, je nachdem, wie viel ich mir auch leisten kann. Und das wird dann hoffentlich ein bisschen ein größeres Update bezüglich des Bildes. Ihr habt gesehen, die Änderungen sind jetzt wirklich minimal. Der eine Skillpunkt ist dazugekommen. Ich werde in die Videobeschreibung wieder den Link reingeben von dem bis dato Bild, so wie er bis dato ausschaut. Den einen Punkt könnt ihr euch ja nun selber dazu denken, ohne jetzt groß, ja, noch, ja, ohne groß da einen eigenen Link dafür zu generieren. Und wir konzentrieren uns dann vielleicht auf nächste Woche, wenn ich die ersten Cluster kaufe, und da würde ich dann auf jeden Fall einiges umbauen. Ja. Und dann kommen wir auch zum Thema, und zwar der Delph. Delph ist ja in, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 3.14 oder so gewesen. Oder 15 war, glaube ich, schon Delirium. Aber wie die rausgekommen ist, hat er es ja schon mal gesagt. In der ersten Season, wie Delph rausgekommen, ich bin sowas von nicht klargekommen in der Delph. Ich hatte so viele Probleme. Ich glaube, ich habe am Ende, glaube ich, 7 oder 8 Charaktere hochgezogen. Den dann immer neues Gear gekauft. Und bin dort rein, hatte natürlich trotz der, weil ich so viele Charaktere getestet habe, irgendwie nie Geld, immer nur mit minimal Geld ein Bild zusammengeschustert und gehofft, dass ich irgendwie in der Delph klarkomme. Und das hat sowas von überhaupt nicht funktioniert. Und der Vorteil ist aber, ich habe immer mehr oder immer ein bisschen besser verstanden, wie die Delph funktioniert, und habe dann konnte dann in den späteren Season, je nachdem, wenn er gibt, manchmal war der Bild für Delph nicht so gut optimiert, manchmal war er ein bisschen besser, und je nachdem einfach so nebenbei, einfach mal, um aus dem normalen Farming rauszukommen, einfach kurz in die Mine und farmen. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir Delph auf die Mine? Früher oder ab letzter oder vorletzter Siedlung
Diesen gab es ja hier noch, diese Meister, die man auswählen konnte. Konnte man Einha wählen, Alva wählen, Nico Stealth und der dritte war June. Diese Option gibt es ja hier in den Kartenapparat nicht und wir haben hier auch nicht die Option ihr seht, ich bin immer noch voll am Essenzen farmen. Ich habe nichts anderes bis jetzt gefarmt. Da haben wir jetzt keine 100% Möglichkeit, den Nico so über diesen Kartenapparat zu bekommen. Wir haben einmal die Möglichkeit über Skarabin und hier oben haben wir den Rosted, den bronzenen Scarabeus. Damit bekommen wir 100% Nico und 150% mehr Sulfid. Dann gibt es, es wurde reduziert, früher gab es hier glaube ich vier verschiedene Skarabäen gab es für verschieden viel Sulfid und da war damals immer die, wie sie nehmt den günstigsten, der hat glaube ich ein Chaos immer gekostet, das war immer relativ konstant über die Season, ein Chaos, ihr habt glaube ich nur 50% mehr oder so bekommen, aber es hat sich trotzdem ausgezahlt, den günstigsten zu kaufen, den Rusted quasi und dann halt ein oder zwei Maps mehr zu laufen, dann hattet ihr den gleichen Sulfid am Ende, um ja, voranzukommen. Den goldenen habe ich nie verwendet. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was damit gemeint ist. Wütende Dämpfe, ich glaube, das ist einfach wie so ein Schrein halt für die Monster und die kommen dann dort raus und die haben dann erhöhte Chance, Gegenstandssachen zu fallen, was in der Delph droppt. Und ja, habe ich aber nie verwendet. Wenn ihr wirklich 100% Nico haben wollt, dann geht es ja entweder über den Scarabeus und die zweite Option ist über den Atlas Tree. Und das ist ja der aktuelle Atlas Tree, den ich verfolge hier mit meinen Essenzen. Heißt, farm ich nur für Profit und Nico noch nebenbei das Sulfid. Wenn wir jetzt hier mal Nico eingeben, Nico, ich habe das hier mal schon reingezoomt für euch. Sonst gibt es hier kein Stat, nur dieser Stat ist wichtig. Wir haben in diesem Setup, in diesem Tree eine 88% Chance, dass Nico auf der Map da ist. Und wenn er da ist, haben wir drei Haufen, die wir anklicken können. Und in jedem Haufen ist Sulfid, was wir dann bekommen. Und mit diesem Sulfid, das ist die Währung, die wir brauchen, um in der Mine dann zu betreiben. Wir reden dann, wir gehen dann rüber in die Mine und dann reden wir, was wir in der Mine machen können, was wir mit dem Sulfid machen. Wir haben aber die Chance, wenn ihr zum Beispiel, nur ein Beispiel, ihr wollt zum Beispiel kein Heist farmen. Ich bin auch keiner, der Heist spielt. Ich farme das ja nur für Profit, um diese Blueprints und die ganzen Sachen zu verkaufen. Wenn ihr das nicht wollt, nehmt ihr hier einfach die Heist-Sachen zum Beispiel raus. Und wenn ihr dann hier hochgeht, hier habt ihr nochmal eine 8% Chance und hier nochmal eine 8% Chance. Das heißt, hier haben wir 16% und damit habt ihr 100% Nico. Ihr braucht ja nur diese zwei Punkte mitzunehmen. Theoretisch könnt ihr das dann auch noch nehmen. Dann ist es, glaube ich, nochmal verstärkte Gegner, aber das habe ich selten gesehen, dass man das mitnimmt. Ansonsten, dieser Punkt wurde ja in 3.25 etwas genervt. Und zwar, früher war es ja so, dass man für jede Ader, die man anklickt, einen Buff hatte, der unendlich lang gilt für die Map, solange wie man in dieser Map war. Und der wurde dann nur gesteigert mit jedem Sulfid-Vorkommen, was man anklickt, wurde der Buff halt verstärkt. Einen Stapel, zwei Stapel, drei Stapel. Jetzt ist es so, dass dieser Buff nur noch eine Minute zählt oder eine Minute gilt, dann erlischt er. Aber wenn wir dann die zweite Sache anklicken, dann haben wir wieder 60 Sekunden diesen Buff. Und ich versuche dann in meiner Essenzstrategie immer ein bisschen so herumzuspielen. Ich schaue dann immer hier oben, wie weit der Buff abgelaufen ist. Wenn der Buff sich dem Ende neigt, versuche ich dann erst die nächste Quelle wieder anzuklicken und so halt die 3-Minuten-Buff, was ja bei 3 Quellen so gut wie möglich auszunutzen. Manchmal geht das gut in Karten, manchmal geht das nicht so gut in den Karten. Aber diese zwei Optionen habt ihr im Prinzip. Einmal über diesen Atlas-Tree hier nochmal die 100% Nico voll zu bekommen. Ansonsten habe ich gehe jetzt wirklich nur auf diese Nico-Noten ein. Hier ist diese Note, die ich gerne nehme, um diesen Buff zu bekommen. Hier unten haben wir eine Möglichkeit nochmal, dass wir Nico überhaupt in die Karten bekommen. Die haben wir nochmal 40%, ne? Ja, genau. Hier in Summe haben wir 40%, dass Nico da ist.
Und dann über diese kleinen Noten kriegen wir dann jedes Mal nochmal 8%. Hier habe ich noch die Note, dass wir eine Chance haben, das doppelte Menge an Sulfid zu bekommen. Und die, dass die Horden, die von diese Adern von Horden oder von Monstern bewacht werden, was einfach nochmal theoretisch Currency ist. Und wenn wir die Monster töten, dann bekommen wir auch Sulfid. Hoppala, hier ist Delph und dann habe ich hier oben noch diese zwei Noten mitgenommen. Einfach nochmal die Menge des Sulfids, den wir da rausbekommen, nochmal erhöht ist. Und hier oben ist nochmal, wenn wir eine Map abschließen, hoppala, mit dem Maus rausgerutscht. Wenn wir eine Map abschließen und ihr seht das, welches Level, weiß, gelb oder rot, das sind dann die Map-Stufen 1 bis 5 oder 6 bis 10 und 11 bis 16 oder 17, bekommen wir für den Abschluss der Map, und der Abschluss ist immer den Map-Boss besiegen, bekommen wir nochmal extra zusätzliches Sulfid. Und das war es eigentlich schon an diesen Strategien. Wie gesagt, wenn ihr 100% gehen wollt, nicht über den Atlas, dann würde ich euch eher diesen Rusted, also diesen Bronzen oder heißt der immer, der heißt glaube ich auf Englisch nur Rusted, ne? Würde ich euch immer nur den empfehlen, so hundertprozentig. Ich habe das glaube ich nie getestet, was das jetzt mit den Dämpfen auf sich hat, aber ich vermute, dass es einfach mehr Monster sind, die gebufft werden, so ähnlich wie mit diesen Taunt, mit dieser Touch Flame oder wie das heißt, dass die dann quasi gebufft sind und ja, die Items da rauskommen. Ansonsten würde ich jetzt schauen, wir haben eine 88% Chance. Ich hatte eine Map vorbereitet. Ach, habe ich dich schon wieder einsortiert, ich Dulli. Strand war das doch. Ach so, ja, die Map ist schon vorbereitet im Atlas, logischerweise im Ding drin. Ich würde das jetzt so machen, ich starte die Map und wenn wir Nico drin haben, dann würde ich die Map einfach drin lassen im Schnitt. Wenn wir Nico nicht drin haben, dann würde ich einfach die Karte dann rausschneiden, die nächste nehmen und euch dann wieder dazu holen, falls wir Nico haben. So, wir starten die Karte wie gehabt. Ich habe den brennenden in den Nasen, auch so nebenbei zum Abfarmen. Essenzen habe ich immer an und ich nehme halt hier diese Skarabäen, um zusätzliche Essenzen zu bekommen in der Map und hier, dass sie um ein Level höher sind. Wenn ihr da was mit dieser Essenz-Farming-Strategie nochmal genauer nachschauen wollt, schaut einfach in das letzte Wochen-Update rein. Da habe ich das nochmal ganz genau erklärt oder genauer erklärt, wie meine Farming-Strategie hier ausschaut. Wir starten hier schon mal rein. So, Karte ist gestartet. Ich hoffe, dass Sulfid da ist. Man sieht leider nicht immer gleich am Anfang, ob Nico da ist, sondern erst wenn wir quasi das erste Sulfid anklicken, kommt auch die Quest in den Questlog. Hier drüben ist ja der Questlog immer. Und der Vorteil ist, wenn ihr auch eine Map habt, wo kein Nico drin ist und ihr aber die Map trotzdem abschließt, bekommt ihr trotzdem diesen Abschlussbonus. Wir nehmen, ja, wie schon in meiner Hauptstrategie, wir nehmen hauptsächlich natürlich die Essenzen mit. Überall, wo hier diese lila Sachen sind, einfach nochmal zack, versuchen wir natürlich, dass die brechen, die quasi, oder dass dann spezielle Essenzen rauskommen. Ach ja. Damit haben wir das auch abgefarmt. Nächste Essenz. So, der brennende Inal ist schon mal getriggert. Einfach nochmal, um mehr Monster zu bekommen in den Maps. Ja, wir haben Nico in der Map. Hier seht ihr, hier ist so eine Ader und die wird halt bewacht von diesen Monstern. Und wenn wir diese Monster töten,
Ihr seht, dann bekommen wir nochmal extra Sulfid. Ist jetzt nicht die Menge, aber wenn ihr da 100 Maps spielt oder ich weiß jetzt nicht, wie viele Essenz-Maps ich hier schon gespielt habe und da jedes Mal so eine kleine Gruppe davor ist, dann ja, ist das dann auch schon was. Und wir sehen hier den Sulfid, es ist fast voll, deswegen würde ich dann auch in die Mine gehen, um quasi das Sulfid rauszubekommen. Oh, Divine, geil. Und hier sehen wir jetzt auch gleich den Buff. Ich zeige dir nochmal hier oben. Und zwar hier oben ist diese kleine, hier ist diese Laterne, Sulfidrausch. Und da sehen wir dann die Zeit. Und wir haben jetzt quasi 60 Sekunden diesen Buff mit dieser Movement Speed. Und unsere Resi sind etwas erhöht. Also 1% Max Resi, ne? Ihr habt es ja gelesen im Baum, im Atlas Tree, welchen Effekt das hat. Aber das ist halt einerseits, wir kriegen einen kleinen Speedbuff, der ist jetzt nicht ultra, aber ein kleiner Speedbuff. Wir können ein bisschen schneller durch die Map draußen. Wir kriegen halt noch ein bisschen Defense dazu. Und deswegen ja, nehme ich den Punkt gerne mit, auch wenn ich jetzt nicht explizit Nico farme, wenn ich das so mache mit diesem Sulfid, dass ich mich nochmal ein bisschen buffe in den Maps, dann nehme ich das gerne mit. So, ich laufe nach hinten, habe den Buff jetzt nicht aktiv, deswegen würde ich das jetzt aktivieren. Ja, jetzt würde ich jetzt hier hinterlaufen und dann habe ich hier, ihr seht, habe ich den Buff einfach schon mal aktiv. Vielleicht ist da hinten dann die nächste Ader und damit könnten wir dann wieder vorrennen. Und das hilft natürlich auch hier, um die Monster schneller zu schreddern, weil, ja, schnellere Attack Speed, Angriffsgeschwindigkeit, hilft uns einfach. Wenn der Build, keine Ahnung, stark genug ist, dass ich diesen Buff jetzt nicht brauche, weil wir eh schon overpowered sind, dann würde ich wahrscheinlich auch andere Farming-Strategien bevorzugen oder andere Farming-Strategien machen. Und ja, dann hier haben wir auch nochmal den Strein-Buff mitgenommen. Und das würde ich dann wahrscheinlich irgendwann den Nico auf den Nico quasi verzichten und dann andere Sachen machen, die dann unter Umständen profitabler sind. Ich war ein bisschen erschreckt, wie wenig Fossilien, so jetzt habe ich es, wie wenig die wert sind. Es gibt wieder 2, 3, also nicht viele, es gibt 4, 5 maximal Essenzen, die ein bisschen was wert sind. Ich glaube, eine ist so 80 bis 100 Chaos wert, kommt immer ein bisschen drauf an. So, unser Speicher ist voll, wir können jetzt nicht mehr Sulfid einsammeln. Das heißt, wenn wir jetzt den Boss erledigen, würden wir zwar 500 Sulfid bekommen, aber nicht mehr in unseren Generator quasi oder in unseren Speicher rein bekommen. Das wäre jetzt verloren, aber ja. Man bekommt so schnell so viel Sulfid wieder zusammen. Und das ist quasi nur eine Nebentätigkeit neben der Hauptfarming-Strategie. Essenzen. Ne? So. Schauen wir nochmal hier nach. Hier steckt manchmal auch noch eine Monstergruppe, deswegen schaue ich da immer gerne rein. Zack. Wieder lilane Essenz. Ah. Wir wollen halt eine dieser 4 geilen Essenzen haben. Ich versuche auf ihn drauf zu springen, dann wird er ein bisschen gestunt. Hilft manchmal, einfach um die Essenzmonster schneller down zu bekommen. Und ja, das war so eine Sache, wo ich ein bisschen erschreckt war, wie wenig viele Fossilien wert sind. Und der Hauptprofit bei diesen, ja, bei diesen Elf-Sachen sind echt die Resonatoren, also die bringen euch wirklich die Moneys rein. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele, 1-200 habe ich verkauft schon von diesen Fossilien. Die haben vielleicht 200, also 100, 150. Weil die meisten verkauft ihr wirklich nur für einen Chaos und irgendwann habe ich dann aufgehört, die für einen Chaos. Also ich habe die zwar im Pulk verkauft, aber die waren dann trotzdem im Pulk auch nur ein Chaos wert, das Stück oder so. Habe ich dann irgendwann sein gelassen. Ich habe dann
jede Menge von diesen Resonatoren verkauft. Allein die Resonatoren haben so um die 8 bis 9 Divine gebracht, die ich bis jetzt verkauft habe. Und die anderen 1-2 Divine haben dann die restlichen Dinger gebracht. So, ich gehe mal kurz in die City, also Hideout. Unsere Essenzen nach Hause bringen. So, das kurz reinschauen, da kurz reinschauen. Ich glaube, das ist schon soweit. Ja, die Sekunde nehmen wir uns jetzt hier, um nochmal reinzuschauen. Wie gesagt, ich werde auch das alles in Kapitel unterteilen. Wenn ihr wisst, wie ihr an das Sulfid rankommt, dann einfach im Kapitel vorspringen, wenn es dann darum geht, wie schaut die Mine aus, weil welche Tricks und Kniffe kann man in der Mine ja anwenden. Brauche ich nicht. Das packe ich mir mal hier rein. Dann einfach im Kapitel vorspringen und ja. So, das würde ich gerne mitnehmen, sonst hatten wir hier nichts. Nein, ach, okay. Weiter. Und es ist nicht mehr weit, wir sind gleich beim Boss. Das ist zum Beispiel eine der wenigen Karten, wo das Layout immer gleich ist. Deswegen weiß ich, dass hier schon die letzte Zielgerade ist zum Boss. Hier ist der Boss. Ah, Doppelboss. Und jetzt, ihr habt es gesehen, hier drüben ist der Sulfid-Ding wieder aufgegangen. Er wollte Sulfid zufügen, ging jetzt leider nicht, weil unser Sulfid voll ist. Manchmal ist hier hinten noch eine Essenz versteckt, diesmal nicht. Wir haben auch, glaube ich, alle Essenzen soweit mitgenommen. Und dann gehen wir raus. Das ist so die Strategie oder wie ihr an euer Sulfid kommt. Und so mache ich das, ja. Also natürlich gibt es immer verschiedene Wege, dorthin zu kommen. Und eines kann ich auch sagen, diesen Charakter, den ich habe, ist jetzt nicht optimiert für Delph. Auf keine Weise, sondern eher für Mapping, für diese Sachen optimiert, aber mit dem Effekt, dass ich auch in der Mine farmen kann. Es ist so, sobald man in Akt 7 kommt, in der Story, hier in Akt 7, oder schon vorher? Ach, nein. Dann geht man hier rein. Ja, in Akt 4, wenn er in der Story in Akt 4 reinkommt, in die hohe Pforte, ist er hier der Weg in die Mine gesperrt. Davor steht Nico, den könnt ihr anquatschen und er sagt, ihr müsst hier das Siegel holen und mit dem Siegel könnt ihr das Siegel dann brechen und in die Mine. Und wenn ihr das erste Mal in die Mine kommt, dann trefft ihr dort Nico, könnt ihr diese Adern anklicken und könnt mit Nico plaudern, dann einmal mit Nico ansprechen und dann kann man hier auswählen, die Azurit-Mine oder zur Mine gehen. Dann werdet ihr hierher geportet und ihr könnt dann einmal diesen Wegpunkt aktivieren. Den habt ihr dann hier immer in eurer Schnellleiste und dann könnt ihr hier immer zwischen diesen verschiedenen Mechaniken hin und her wechseln in der Schnellzugriff. So, wie funktioniert jetzt die Mine? Wie schon gehört, wir haben hier das voltarisches Sulfid. Das ist der Sprit, den wir brauchen, um die Mine betreiben zu können. Und die Mine schaut jetzt so aus, dass wir hier, ja, es ist endloser Dungeon. Er beginnt, ja, ich will jetzt hier nicht bis ganz raufrollen, weil sonst Dings, aber er beginnt halt oben auf Stufe 1 und ihr grabt euch jede Stufe, die ihr hier euch runtergrabt. Hier ist 276, hier ist dann 77, hier wäre schon 79, dann ist hier die 78, hier sind die 79. Ihr seht, ne? Jeder Step nach unten macht die Mine oder geht auch jedes Mal geht die Mine ein Level nach oben quasi. Ihr geht runter und das Level geht rauf. So. Je weiter ihr runterkommt im Level, umso schwieriger wird die Mine. Im
Und Schwierigkeit besteht einmal hier unten, wenn ihr dann auf irgendwelche Noten klickt. Da unten haben wir diese Mods, die auf diesen Noten sitzen. Und je weiter ihr runterkommt, umso stärker und so größer werden die Notes oder die Mods, die da drauf sind, umso schwerer oder leichter werden dann gewisse Teilabschnitte. Und natürlich, je tiefer ihr seid, umso krasser, umso schwieriger wird. Ich habe heute gesehen, vorhin, wie ich kurz drin war oder wo ich die Folge vorbereitet habe, gab es irgendwie den ersten, der über 9000 Delftiefe ist. Und ja, wir sind von 9000, keine Frage, sehr, sehr, sehr weit entfernt. Ist aber auch nicht mein Hauptfokus, hier wirklich runter zu farmen. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, aus den letzten Ligen, mein Sweet Spot liegt irgendwo, es kommt immer ein bisschen auf dem Bild an, aber so ab 250 bis 300, da können viele Builds einfach so mitflohen, so wie dieser auch. Wenn der Build dann nochmal ausgebaut ist, meistens mit Cluster und wenn man dann wirklich nochmal powerful werden, mit auch guten Waffen etc., dann bewege ich mich gerne so zwischen 300 und 500 von der Tiefe her, ja. Und aktuell, ihr seht, ne, aktuell farme ich so um die 200, zwischen 250. Ich bin jetzt hier rüber gefahren und bin jetzt hier so auf dem Weg nach unten und ich suche mir, ihr seht, ich suche mir immer so ein bisschen ich pick mir ein bisschen so die Rosinen raus, wo ich gerne hin möchte. Und für mich sind ein paar Sachen interessant. Am Anfang ist für mich interessant, diese Pilze zu farmen, weil in diesen Pilzen bekommt man Azurit. Und zeige ich euch gleich, wozu man das Azurit braucht. Das ist am Anfang sehr wichtig, dass man hier diese Pilze abfarmt. Und ihr seht schon, die Pilze haben hier ja, man erkennt das nicht ganz, aber das ist hier Stufe 1, das ist ein Römisch 1, hier ist Römisch 2 und hier wäre zum Beispiel Römisch 3. Und je nachdem, in welcher Level ihr von diesen Adern ihr seid, Azurit-Adern, umso stärkere Monster sind da. Es sind auch manchmal so kleine Mini-Bosse, Elite-Gegner, aber ihr bekommt auch deutlich mehr Azurit raus. Also hier aus so einer Azurit, sagen wir mal, bekommen wir auf dieser Tiefe vielleicht 500 raus. Und bei einer Dreier auf dieser Höhe würde man dann statt 500.000 bekommen. Das stimmt jetzt nicht, die Zahlen, aber das ist einfach nur, damit ihr einen Wert habt, ist wahrscheinlich sogar das Dreifache, was ich rausbekomme. Also wenn ich hier 500 rausbekomme, dann würde ich wahrscheinlich so 1.500 bis 2.000 rausbekommen. Also ihr bekommt wirklich deutlich mehr raus in diesen Dreier-Adern. Aber die sind natürlich auch schwieriger, weil halt da auch ja Elite, manchmal sind es auch kleine Bosse, die dort sind, ja, die ihr dort bekämpfen müsst. Das ist für mich gerade am Anfang der Mine, sind die wichtigsten Punkte, dass man hier diese Azurit-Adern mitnimmt, damit wir viel Azurit bekommen, um unseren Generator zu pushen, zeige ich euch gleich. Dann sind für mich so Sachen interessant, wie hier enthält Währungsgegenstände, da können wir Divines haben, da können wir alle möglichen anderen Währungsressourcen haben. Ich hatte jetzt hier gestern Abend Dings rausgefarmt schon. Genau, hier zum Beispiel sieht man das. Hier fahre ich gerne hin. Das sind diese Adern, wo es spezielle Fossilien gibt. Manchmal sind da Essenzmonster, die man töten muss, um so ein Ding zu bekommen. Es gibt halt verschiedene. Hinter jedem Symbol verbirgt sich so ein kleiner Mini-Dungeon. Und die sind halt immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Und es kann schon sein, dass ihr zum Beispiel hier bei Rüstungen den gleichen Encounter oder Minigame habt wie bei der Rüstung. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal, es gibt so 10, 12 verschiedene Encounter, also Minispiele in diesen Plattformen und die werden halt zufällig generiert. Und wenn ihr seht dann aber erst, wenn ihr dann dorthin gefahren seid, welcher Encounter auf euch wartet. Anders ist das zum Beispiel hier bei dieser Hand, wo diese Risse gibt. Der Encounter ist immer gleich. Das ist immer dann an der Hand, die ihr öffnen müsst, so wie ihr das in den Map kennt. Und hier bei diesen Vorboten ist das immer so ein Portal, wo dann eine ganze Zeit lang diese Vorboten rauskommen. Erst wenn ihr quasi alles geklärt habt, dann wird diese Not freigeschaltet. Dann gibt es hier noch so Special-Sachen. Das sind dann so spezielle Encounter-Dungeons, also in der Mine dann nochmal ein Dungeon, wo man reingeht, wo man so ein kleines Minigame hat. Man muss immer so eine Platte betätigen.
eine gewisse Zeit lang deaktiviert dann das Licht in dem jeweiligen Bereich. Dann könnten wir die Monster dort aktivieren, müssen wieder zurück auf die Platte gehen, wieder die Lampen wieder aktivieren. Die halten dann eine gewisse Zeit lang, erlischen dann wieder und die Monster nehmen dort, wo es dunkel ist, bekommen sie keinen Schaden, sie sind immun. Wir müssen quasi immer Licht machen, damit wir die Monster töten. Und dann gibt es hier noch so Special-Sachen. Das ist zum Beispiel ein Boss. Und ihr seht, ich bin jetzt hier dran vorbeigefahren. Ich weiß, dass mein Bild für diesen Boss jetzt noch nicht optimal ist und nicht so gut ist. Vielleicht würde ich den sogar schaffen. Ich habe es aber nie wirklich ausprobiert auf dieser Tiefe. Aber ich mache das dann so. Ich versuche mich halt hier so ein bisschen ranzusnicken. Fahre dann andere Sachen, Noten ab, die für mich interessant sind. Und lasse das jetzt hier so stehen. Und es gibt halt drei verschiedene Bosse. Einmal dieser rote mit diesem gelben Symbol. Dann hatte ich irgendwo hier in der Nähe noch den grünen gesehen. Ja, ihr seht, ne, ich bin immer hier kurz vor dem Boss. Hier ist zum Beispiel der grüne. Der ist am unbeliebtesten. Der bringt auch keinen wirklichen geilen Loot, muss man ehrlich sagen. Vielleicht wird er in der Zukunft wieder gebufft und wieder verstärkt und kommt da irgendein geiler Shit raus. Der beliebteste ist meiner Meinung nach, glaube ich, der blaue. Den blauen habe ich aber noch gar nicht, glaube ich, gesehen. Ich hatte jetzt hier kurz vor der Aufnahme nochmal reingeschaut. Ihr seht, na, hier habe ich auch den gelben. Ich stehe hier quasi kurz davor. Das ist kein Boss, das ist nur, da kommen Beyond-Monster raus. Ist im Prinzip auch ähnlich, immer dieser Encounter ähnlich. Und diesen Schatz-Encounter gibt es halt auch in Gelb, in Grün und in Blau. Ich glaube, in Blau habe ich ihn auch irgendwo schon mal gesehen. Ihr seht, na, ich bin hier hauptsächlich in der 150er-Richtung unterwegs gewesen. Ja, aber das sind so die ersten Punkte und nach dem, was ich gehe. Ich versuche mir da echt aktuell die Rosinen ein bisschen rauszupicken. Wo fahre ich hin, wo gehe ich nicht hin? Interessant sind für mich halt einmal hier diese Currency-Sachen. Wenn das irgendwie auf dem Weg ist, versuche ich da mal reinzuschauen. Dann der Schmuck und so sind interessant. Auch hier kann mal gute Gegenstände dabei sein. Natürlich muss man dann immer auch solche Sachen dann mitnehmen, wie zusätzliches Sulfid oder mal, wenn man hier runter geht, dann Rüstungen etc. pp. Das dazu. Es gibt hier natürlich für jeden Bereich gibt es eigene Noten. Hier Karten, hier sind Blitzgegenstände, das ist glaube ich hier physische Gegenstände. Ah nein, das waren die Kreaturen. Das ist Feuergegenstände, also hier kriegt es dann auch spezielle Items dort, die haben auch spezielle Modifikatoren oben, zum Beispiel extra Feuersachen drauf etc. pp. Ne? Also ihr werdet dann das schon sehen und einfach vorankommen. Und wofür sammeln wir jetzt das? Wofür wandeln wir das Sulfid in Azurit um? Dafür haben wir hier den Generator. Der Generator braucht Azurit und mit diesem Generator können wir hier quasi leveln. Ich gehe erstmal hier auf den unteren Teil ein, und zwar Dynamit kann man maximal 7 haben, habe ich hier maximal aufgewertet. Ich glaube Flares gehen maximal 15, ich weiß nicht, ich habe immer 13 drin, das ist irgendwie meine Lieblingszahlen, deswegen habe ich das gerne so. Ich level sonst nicht, die Dauer level ich nicht, ich level auch den Schaden nicht, der ist bei der Granate vollkommen egal. Und beim Lichtradius versuche ich immer, den auf den tiefen Level, wo man ist aktuell, auf 150% zu haben. Und wenn man dann mit der Maus drüber geht, sieht man dann, der ursprüngliche Wert in die 550%. Das ist so das Maximum, was gerade ist. Und dann wird die Tiefe, in der, wo man sich gerade befindet, abgezogen. Das heißt, wir sind ungefähr bei 282 gerade. Oder das war die tiefste Stelle, wo ich gerade bin. Und das ist ein Minus von 384. Das wird von den 150% abgezogen. Und dann bleibt der finale Wert von 166. Und wenn ich jetzt hier einmal aufwerte, ihr seht, nächste Aufwertung um 30%. Und jetzt haben wir statt 166, 196. Und das sind genau diese 30% haben wir jetzt mehr. Das heißt, wir können jetzt noch, keine Ahnung, 50 Level runtergehen und würden immer noch bei den 150% Radius bleiben. Interessant ist der oberste Bereich.
Einmal können wir hier diese Kapazität erhöhen. Das ist hier diese Kapazität. Man startet, glaube ich, mit einer Anfangskapazität von 1200 Sulfid. Und man muss dann das erste Azurit, was man findet, packe ich immer in die Kapazität, damit einfach das größer wird. Ihr könnt dann einfach ein paar Maps mehr laufen, bis das voll ist. Dann geht ihr in die Mine und pumpt quasi diesen Ding herunter. Und hier ist genau das Gleiche, wie das mit dieser Laterne ist, mit diesem Lichtradius von dieser Flare, von dieser Fackel. Und hier sehen wir auch wieder der ursprüngliche Wert, dann wo wir gerade aktuell sind. Und hier sehen wir dann auch, wir sind bei 66%. Das heißt, hier ist das Cap 75. Das heißt, wir könnten hier noch 9% rausholen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Aufwerten. Jetzt sind wir wieder auf den finalen Wert von 75%. Das heißt, wenn wir in die Dunkelheit gehen, dann ist das wie ein Debuff für uns selber. Und je schlechter dieser Wert ist, umso schneller frisst uns die Dunkelheit auf. Das könnt ihr vergleichen. Wenn ihr in eure Stats geht mit den Defense-Sachen, haben wir hier auch diese Resistenzen. Und diese sind auch bei 75 gecapped. Und so ähnlich ist das mit der Dunkelheit. Funktioniert zwar ein bisschen anders, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Wenn ihr hier die Resistenz auf den Wert 75 capped, was wir hier machen, dann bekommen wir nur 25% Schaden und wir können recht weit in dunkle Gebiete reingehen, erforschen, ohne dass wir jetzt gleich sterben. Wenn der Wert hier auf minus 75 ist, dann habt ihr fast keine Chance, in diesen schwarzen, dunklen Bereichen zu überleben. Deswegen, später, wenn man die Mine erkunden möchte, ist es sehr wichtig, diesen Wert hoch zu haben. Und der zweite Wert ist der Lichtradius. Das ist der Lichtradius, der uns nicht uns umgibt, sondern diese Lore, die wir dann gleich sehen werden. Und der ist gecapped auf 150%. Und ihr seht, das ist die gleiche Berechnung, wenn ich jetzt hier wieder investiere. Dann habe ich jetzt nicht investiert. Jetzt habe ich investiert. Dann steigert sich der Wert. Ich würde den sogar auch hier auf den gleichen Wert mal machen, damit das... Ja, einfach damit ich da immer am gleichen Ding bin. So, und jetzt gehen wir dann in die Mine rein und wir farmen jetzt uns einfach mal... Ich hatte das... Ja, das hatte ich vorbereitet. Es geht jetzt gar nicht darum, welches Item wir dort erfarmen, sondern ich möchte euch was zeigen noch. Hoppala, hier. Hier ist die Karte und hier farme ich jetzt runter. Einfach aus diesem Grund, ich möchte euch zeigen, wie man an solchen versteckten Orte kommt und wie man diese entdeckt. Theoretisch brauche ich, oder sagen wir mal, warte, ich gehe nochmal zurück. Und theoretisch weiß ich schon, dass hier dieser versteckte Pfad ist. Das weiß ich einfach. Einfach aus dem Grund, weil es eine Regel gibt in der Delft. Es darf keine Verbindung mit zwei Wegen. Was bedeutet das? Das ist hier zum Beispiel eine Endstation. Hier ist eine Ressource und ein Weg. Das ist erlaubt, das darf sein. Das heißt, hier ein Weg hier hoch wäre theoretisch nicht erlaubt, weil das wäre dann eine Kreuzung mit zwei Wegen. Die ist verboten. Das ist die wichtigste Regel in der Delft. Und damit ist klar, dass aus dieser Note kein Weg hier nach oben führt. Was ist noch erlaubt? Eine Kreuzung mit drei Wegen ist erlaubt und eine Kreuzung mit vier Wegen. Einzige Kreuzung, die nicht erlaubt ist, eine Kreuzung mit zwei Wegen. Und wir haben jetzt hier ein Einser, ist erlaubt. Hier ist ein Dreier erlaubt, ein Dreier erlaubt, drei erlaubt, drei, drei, drei. Und irgendwo hatte ich sogar, hier habe ich zum Beispiel ein Vierer, ist auch erlaubt, weil es geht in alle vier Richtungen und fertig. Der einzige Punkt, der hier in diesem Cluster ist, der theoretisch diese Note anfahren kann, der nicht erlaubt ist aktuell, ist dieser. Dieser Knotenpunkt hat einen Weg und noch einen Weg. Er hat hier keine Verbindung. Das heißt, es ist nur ein Dreier dann noch möglich und der Dreier würde höchstwahrscheinlich dahin gehen. Und ich mache das oft so, nicht immer, aber oft mache ich so, dass ich, wenn ich weiß, okay, ich muss hier hin und ich will einfach sicher gehen, dass ich die Richtung habe, dann aktiviere ich das. Ich zeige euch das mal. Und jetzt sehe ich, die Lore fährt hier runter. Die will hier nach rechts unten fahren. Das ist die Lore. Der Lichtradius zählt nur für die Lore. Und hier, das ist der Weg, der ist hier beleuchtet. Und das ist der Weg, den wir hierher genommen haben. Das heißt, es ist dieser Weg hier, der ist schon fertig beleuchtet. Und es funktioniert so, immer wenn die Lore oder wenn wir das Mini-Accounter
in einem Bereich geschafft haben, dann ist der Punkt freigeschaltet und dann wird hier die Kette verbunden und die Lichter laufen. Und man kann dann jedes Mal, die brennen dann für immer und man kann hier theoretisch zurückgehen und hier nochmal die Seitenwege, ihr seht, hier sind überall Nischen, nochmal reinschauen, nochmal abfarmen, schauen, ob man irgendwas übersehen hat und hier rein. Jetzt weiß ich, dass die Lore will hier runterfahren. Das heißt, irgendwo hier oben müsste ja theoretisch dann noch ein Weg sein, wenn meine Theorie stimmt. Heißt, wir schauen mal hier. Hier wäre eine Möglichkeit, aber ihr seht schon, das ist hier der Weg, der hier runterführt. Das heißt, ich würde den jetzt erstmal ausschließen und hier hätten wir vielleicht auch noch einen Weg. Das heißt, wir springen jetzt hier mal rein und hier seht ihr schon, das ist halt das Entscheidende, um... Das ist nur die Frage, finde ich es oder finde ich es nicht? Ganz klar. Bin jetzt aber zurückgelaufen. Könnte sein, dass es nicht hier ist, sondern hier. Das ist ein bisschen in diesem Teilbereich manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, wo es denn jetzt hier weitergehen soll. Aber hier ist auch schon Licht. Ja, ich glaube, wir werden den Trick 17 machen, weil ich hatte nämlich in der Vorbereitung, wie ich die Note gesehen habe, dass die Wand da ist. Genau an dieser Note. Ich gehe nochmal zurück. Wir machen einfach die nächste, einfach die Note, damit wir mal da runterfahren können. Wo will ich denn hin? Wie gesagt, ihr seht, ne, ich suche mir dann immer eine Note raus, wo ich irgendwie hin möchte oder dann weiter, entweder weiter in den Norden oder rechts und links. Und es ist so, wenn ihr nach unten geht, wird es schwieriger. Wenn ihr euren Sweet Spot quasi für euren aktuellen Bild habt, dann lauft ihr rechts oder links. Ich laufe dann immer in eine Richtung, um quasi auf diesem Level weiter farmen zu können. Das heißt, wir versuchen, dass mal hier rüberkommen. Dass wir jetzt auch nochmal was sehen. Und im Prinzip ist das jetzt hier die Lore erklärt. Die Lore ist der Wagen, den wir vorantreiben. Wir müssen einmal hier in diesen Lichtradius rein, damit wir die Lore starten. Jetzt läuft die Lore ganz automatisch los. Wir können die auch nicht wirklich beeinflussen. Wir können nur die Geschwindigkeit beeinflussen. Und ihr seht, wenn wir stehen bleiben, dann jetzt bewegt sich die Lore und ab einer gewissen Entfernung bleibt die Lore einfach stehen. In dem Fall hier können wir uns locker aufhalten, hier ist ja noch Licht. Aber wenn wir jetzt hier der Lore folgen, hier sehen die Spur, die sie hinter sich zieht. Und da wird dann später werden die Lichter eingeschaltet. Und der Treibstoff für diese Lore ist halt dieser Sulfid, der verbrannt wird oder verbraucht wird, um die Lore zu betreiben. Und dafür brauchen wir das Sulfid. Und wir können jetzt hier rumlaufen und ich mache das dann gerne so, dass ich dann einfach mal hier reinschaue. Hier ist zum Beispiel eine Wand. Auf der 7 hier unten auf der Schnellleiste haben wir das Dynamit. Ich lasse das dann, ich stelle mich einmal zur Wand, drücke auf die 7 und dann haben wir hier in so einem versteckten Raum. Oft sind in so einem versteckten Raum Resonatoren und Fossilien, nicht immer. Aber wir schauen mal, was wir hier finden. Und hier ist es dann, hier haben wir zum Beispiel so ein Fossilienfundament. Und ihr seht, ne, in der Dunkelheit können die Monster keinen Schaden nehmen. Deswegen, ich werfe dann immer, wenn es mir zu viel wird, eine Fackel auf den Boden. Das habe ich auf der Maus gebindet, deswegen ist es ein bisschen angenehmer zum Spielen. Das kann natürlich jeder selber machen, so wie er das gerne haben möchte. Hin und wieder gibt es hier auch so kleinere Adern, Azurit-Vorkommen, die man abfarmen kann. Und was man noch sagen kann, ihr könnt, wenn ihr hinter dem Wagen seid, dann verlangsamt ihr den Wagen, dann ist er nicht ganz so schnell unterwegs.
Und wenn ihr aber vor dem Wagen seid, ihr seht, dann bewegt sich der Wagen auch schneller. Und so könnt ihr zwar nicht den Wagen wirklich bestimmen, wo er hinfährt, aber ihr könnt ein bisschen die Geschwindigkeit steuern. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel hier an dem Punkt gerade seid, wo ihr hier so ein Fossilien aufnehmen wollt und ihr weit genug, der Wagen weit genug weg ist, bleibt er automatisch kurz stehen, bis ihr wieder aufgeschlossen habt. So. Ich könnte hier nochmal reinschauen. Hey, hier ist nur eine Rüstung. Oh, die nächste Wand zum Sprengen. Schauen wir mal da rein. Hier ist zum Beispiel ein Schatz. Das könnte dann meistens irgendwie Schmuck oder irgendwas sein. Manchmal ist es auch Currency. In dem Fall ist es Currency. Ist natürlich noch lieber gesehen als irgendwelche Currency. So, schauen wir mal hier rein. Hier ist nur irgendwie Ausrüstung. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so interessant. Und was man auch sagen kann, wenn ihr hier mit dem Wagen auf relativ einer Höhe unterwegs seid, dann die ganzen Monster, die ihr tötet, lassen Loot fallen. Dieser Loot wird aber in der Lore gespeichert quasi. Und erst wenn ihr diesen Teilbereich geschafft habt, explodiert quasi der Loot und er fällt dann aus der Lore und er wird dann hier unten kommen. So, die Lore ist jetzt hier unten und jetzt haben wir das Minispiel oder Encounter, je nachdem wie ihr das sehen möchtet. In dem Fall haben wir das hier, diese komischen Würmer, die ich irgendwie nicht so geil finde, aber ja. Die müssen wir, die spawnen jetzt eine gewisse Zeit lang, ich glaube 60 Sekunden oder so. Und die müssen wir quasi, den Angriff müssen wir jetzt quasi abwehren. Und wenn wir das geschafft haben, so wie jetzt, dann explodiert die Lore. Den ganzen Loot, den wir bis jetzt gesammelt haben, ist in der Lore gespeichert. Der fällt jetzt raus. Und wir können den dann quasi hier ganz gefahrlos am Ende einsammeln. Und jetzt wird auch die Schnur, die wir die ganze Zeit gezogen haben, aktiviert. Und jetzt ist hier auch das Licht und jetzt könnte man hier zurück und dann hier nochmal in diese extra Nebenräume reinschauen. Schauen, was ist dort? Habe ich da vielleicht irgendwas übersehen? Manchmal mache ich das, manchmal mache ich das weniger. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie sehr ich Lust habe. Ich versuche halt, das immer so zu machen, wenn ich einen Run mache, quasi zu einem Punkt, dass ich dann einfach unterwegs so viel wie möglich in die Seitenarme schaue. Und manchmal sind halt eher mehr gute Sachen dabei, dann schaue ich auch in die anderen Teilbereiche genauer nach. Aber wenn oft, manchmal hat man so Abschnitte, wo irgendwie nur Müll drin ist, fülle ich dann immer auf, Leers und Dynamit fülle ich auf. Wenn da irgendwie nur Müll drin ist, dann laufe ich einfach bis zum nächsten Punkt und schaue dann beim nächsten Punkt wieder in die nächsten Nebenarme. Okay, das heißt, wir haben jetzt mal die Lore gesehen und jetzt würde ich aber gerne das noch checken, warum das nicht drin war. Okay, wir versuchen das jetzt nochmal und zwar versuchen wir jetzt hier diese Erkundung. Und theoretisch müsste ich jetzt hier diesen Weg finden. Hier ist er nicht. Und hier seht ihr, na hier war dieser Encounter, also es ist immer zufällig. Es gibt halt, weiß ich nicht, eine Handvoll Encounter. Ah, ich glaube jetzt sind wir richtig, oder? Die Frage. Nein, hier nicht. Dann hier. Ja, ich hab's. Okay, da ist es. Ja, das ist halt eher ein schlechtes Layout. Und wenn ihr so wie jetzt auf Erkundung seid in dieser Mine und ihr platziert das Dynamit, ihr müsst so lange an dieser Stelle bleiben, bis das Dynamit explodiert. Wenn ihr zu früh weglauft, hatte ich schon öfters das Problem, dass das Dynamit dann die Wand nicht gesprengt hat. Und jetzt gehen wir zurück an die Lore. Und jetzt schauen wir mal auf die Karte, was sich verändert hat. So. Und ihr seht schon, ne? Wir haben jetzt quasi in dieser Mine den Weg erkundet. Jetzt ist dieser Knotenpunkt auch legit. Es gibt eine Drei-Wege-Kreuzung, die ist erlaubt. Und deswegen war es klar für mich, dass hier dieser Weg ist. Und dann geht man zurück zur Lore. Nur in der Lore könnt ihr quasi dann
diese Marke setzen und dann geht schon ab. Oft, nicht immer, aber oft lädt er dann nochmal das Gebiet, weil er muss halt diesen Weg jetzt laden, der ja vorher nicht geladen wurde, weil ja nicht freigelegt worden ist. Und jetzt können wir hier rein, die Lore starten und damit können wir jetzt hier auf Erkundung gehen und jetzt hier mal ja, das Gebiet anschauen. Es gibt immer verschiedene Biome in dieser Mine. Also das ist hier eher so ein Waldbiom, würde ich sagen, was man auch in diesem Finsterwald und so gesehen hat. Dann gibt es, ja, es gibt es dann so ein Eiswelt. Auch diese extra Dungeons, wo man in extra Dungeon runter kann, gelb, grün und blau, ist nochmal ein anderer Teilbereich oder schaut von der Struktur anders aus. Aber im Prinzip die Grundsachen, die wir besprochen haben jetzt in der Delve, sind für all diese Bereiche gleich. Was ich mit den Biomen meine, das zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn wir hier durchgelaufen sind. Will ich hier? Ja, hier will ich mal reinschauen. Hier wieder. Ich stelle mich zur Wand, drücke einmal auf die 7 und dann sprengt es immer die Wand auf. Ich habe das noch nie gehabt, dass das nicht funktioniert hat. Hier haben wir Fossilien gefunden, gleich 4 Stück. Deswegen, den Sprengradius habe ich noch nie erhöht. Bringt auch irgendwie nichts, weil ihr seht, ihr könnt trotzdem die Wände alle aufsprengen. Ich würde gerne mal hier reinschauen. Ah, ich glaube, hier werden wir gleich vorbeikommen. Ja, vielleicht auch nicht. Oder? Ja, doch, kommen wir. Ja, wie gesagt, manchmal erkennt man das, dass die Lore dann unter Umständen hier lang fahren möchte. Manchmal erkennt man das nicht, dann erkundet man ein bisschen zu viel. Und ja, da muss man das ein bisschen so ins Gefühl bekommen. Wie weit kann ich mich vom Wagen entfernen? Hängt natürlich auch davon ab, wie viele Fackeln ihr noch habt, um halt die Erkundung halt voranzutreiben. Ne? Oh, das war mal ein Hit. So, und was haben wir jetzt für einen Encounter? Diesmal... Ach, sind wieder diese Würmer. Es gibt auch diesen Encounter in einer anderen Variante, dass diese Wompats oder was das sind, von der Decke stürzen. Hier heißt es wieder durchhalten. Die sind so nervig mit ihrem Ding. Es hilft halt nicht, dass wir halt noch ein paar Elite aus der Mine hier mit in diese Area gezogen haben. Und der Screamer, das ist hier diese Fledermausartige, macht dann, wenn der schreit, kann das quasi das Licht von der Lore löschen. Und dann versuche ich immer eine Flas zu werfen. Weil dann habe ich wieder Licht und kann ich wieder Damage machen. Und jetzt haben wir es aber geschafft. So, alles schön einsammeln, was ich jetzt brauche. Der Rest ist jetzt erstmal egal. Und zwar, ihr seht hier an diesen Farben, das sind auch die unterschiedlichen Biome. Es gibt hier diesen Pilzbewachsenen, dann gibt es hier diesen Finsterwald, dann gibt es hier dieses Eis, wie heißt das genau, gefrorenen Hohlraum. Dann gibt es hier das noch mit Magma-Spalten. Und ihr seht, das meine ich mit Biom. Sind jetzt nicht ultra viele, aber es sind dann doch ein paar verschiedene Biome. Und wenn ihr euch dann hier quasi bewegt in so einem Biom, die Grundstruktur ist immer gleich. Was? Ach, genau hier ist das Ding. Ja, cool. Genau auf dieser Note ist der Finsterwald oben. Aber hier zum Beispiel, ne, hier haben wir Eis. Es ist anders. Die Monster sind im Prinzip gleich. Manchmal gibt es ein bisschen Variationen.
Hier sind eher diese Golems da, aber das ist auch sehr, sehr individuell, sehr spezifisch. Hier in diesem Feuerbereich haben wir den irgendwo. Hier haben wir zum Beispiel den Feuerbereich. Genau, und hier haben wir hier diese Lava. Hier sind oft diese Totems drin, nicht immer, aber hier sind oft auch viele Totems in diesem Lava-Bereich. Ja. Aber das meine ich mit verschiedenen Biomen. Aber im Prinzip, das ist die Mine. So farme ich die Mine. Mir ist klar, dass der Build nicht hundertprozentig dafür optimiert ist. Aber ich habe Spaß, so wie ich es farme. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht die, wenn man es nur über die Fossilien denkt, nicht die krasseste Farming-Strategie. Das muss man auch leider sagen. Dafür sind die Fossilien fast nichts wert. Ich gehe mal hier kurz auf Public, wenn ich verkaufen möchte. Ein paar habe ich noch gesehen, ne? Ein Chaos. Und die sind hier alle so im Ein-Chaos-Bereich. Die einzigen, die hier ein bisschen was wert haben, haben die. Die sind sogar aktuell, glaube ich, sogar noch ein bisschen wertvoller. Die sind, waren die so 25 Chaos? Das sind so die beliebtesten oder die teuersten. Und die meisten waren hier ein, manche waren zwei. Und hier zum Beispiel drei Chaos. Aber sonst eher überschaubar, was der Wert dieser Fossilien angeht. Ganz anders schaut es natürlich hier aus bei diesen Resonatoren. Und die sind halt richtig gut. Ich glaube, ich habe die Vierer für 25 das Stück verkauft. Die sind ungefähr 19. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell heute der Preis ist. Aber hier habe ich allein über diese Resonatoren habe ich beim Verkauf so um die 8 Divine gemacht. Das, was ich bis zu dem Zeitpunkt herangefarmt habe. Das sind auch ungefähr diese 1400 Chaos, 1300 vielleicht und dann noch ein paar Fossilien, 200 oder so Chaos an reinen Fossilien. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, zu dieser Delf, wenn ihr, keine Ahnung, ja, einfach in die Kommentare, ich freue mich natürlich dann darüber, wenn es da Feedback gibt, ich bin da auch gerne bereit, Weiterrede und Antworten zu leisten. Wie farme ich das? Warum farme ich das so? Und ich farme das auch gerne, weil es halt auch gut EP gibt fürs Farmen. Ansonsten, im letzten Kapitel würde ich jetzt gerne dann noch in Königsmark reinschauen mit euch und was mein aktuelles Problem ist. Ich habe jetzt ich habe alle Stationen auf Max aufgewertet. Einzige, was noch fehlt, ist hier der Runenschmied, da fehlt mir leider diese Zeitrune, vielleicht kaufe ich mir die und ein bisschen Gold für die nächste Stufe. Alle anderen Stationen sind soweit auf Max-Level und ich habe auch schon angefangen, hier die ersten Level 10 Rekruten zu bekommen. Ja, die Routen stehen. Ja, der ist auch am Arbeiten und mein Problem ist ein bisschen das Gold. Ich sage es ganz ehrlich, das Gold. Und zwar einmal hier würfeln. Also das würfle ich schon gar nicht mehr, weil da kommen nur Grab-Einheiten raus. Und selbst hier, wenn ich da draufklicke, kommen zu 70% auch irgendwie nur 7er, 7er, 7er Einheiten. Aber was bringt mir eine 7er Einheit, wenn ich auch theoretisch eine 10er Einheit haben könnte? Das heißt, ich würfle relativ viel Geld allein hier raus, nur um das Angebot zu rerollen. Dann natürlich das Einstellen kostet nochmal Gold, obwohl das jetzt, muss man auch sagen, der kleinere Part ist. Und ich habe schon, keine Ahnung, ein paar hunderttausend verrollt. Und sieht man das irgendwo? Ja, man muss jetzt das hier, ihr seht, meine Crews, die ich hier so habe, die sind eigentlich shit. Weil viele Zähne habe ich noch gar nicht gefunden, wenn überhaupt. Hier auch nur 6. Ach, hier habe ich noch gar keinen Zehner. Ich glaube, hier habe ich schon mal irgendwo einen Zehner verballert. Ja, hier ist der erste Zehner. Ich glaube, so viele Zehner habe ich hier auch noch nicht gehabt. Doch hier, zweiter Zehner. Ja, und der Rest war, glaube ich, alles shit, ne? Kartending ist halt auch super. Ich hatte einen 6er oder 7er und bin mit dem eine weiße Map gelaufen. Und er ist gestorben einfach. Ja, das ist so unbefriedigend. Deswegen, ohne Zehner-Einheiten, ohne 6 Stück, würde ich da gar nichts mehr anfangen. Hier habe ich, glaube ich, auch den ersten Zehner schon drin. Und in den Schiffen habe ich das erste
das erste Schiff auch noch nicht ganz voll, aber hier habe ich den ersten 10er und hier habe ich einen 9er jetzt drin. Und hier habe ich aktuell ein 10er, ja. Mehr habe ich noch nicht. Und jetzt kommen wir halt auch zum Gold. Ich brauche halt viel Gold, um hier das Angebot bei dem Dude zu rerollen. Und ich schätze mal, von 10-mal Rollen, nein, 5-mal Rollen, das sind ungefähr 100.000, kriege ich vielleicht, wenn ich Glück habe, einen Level 10er, einen guten Level 10er raus. Sonst sind das eher so Crap- und Shit-Einheiten. Dann habe ich das Problem, ich kann ja jetzt nicht 24/7 hier nur PoE spielen. Man muss halt auch noch ein paar andere Sachen erledigen. Das heißt, ich komme eigentlich in der Regel, jetzt habe ich halt die Aufnahme reingeschoben am Nachmittag, in der Regel nur am Abend dazu, Gold zu farmen. Und ich sag's so, wie es ist, ich bekomme schätzungsweise, wenn ich so 2-3 Stunden am Abend noch ein bisschen Essenzen farme, klar, das sind nur T14-Maps, auf 16er-Maps würde man wahrscheinlich noch mehr bekommen oder auf 17er, wenn man dann Edmod-Farming macht, aber dafür brauchst du halt diesen Build, der das auch kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann der Build noch nicht leisten. Deswegen farme ich halt eher eine andere Strategie mit den Essenzen, eher 14er-Maps statt 16er-Maps oder 17er-Maps, einfach damit ich Currency ranbekomme, um dann den Build weiter auszubauen. Und ich schätze mal, dass ich so an einem Abend vielleicht 1-200k Gold mache. So in dem Schnitt. Davon brauche ich aber, damit die Arbeiter, die hier schon drin sind, hier die ganzen Arbeiter, damit die quasi was zu tun haben, ja, brauche ich schon Geld. Und ihr seht dann 6.000 die Stunde. Und wenn ich dann aber nur abends reinkomme, also so, brauche ich hier allein schon 100k, nur damit das aktuelle Setup ungefähr 13, 14, 15 Stunden funktioniert, kommt immer ein bisschen drauf an. Und dann bleibt aber nicht mehr viel Geld, um hier zu würfeln und besseren Leute ranzuholen. Und die besseren Leute kosten ja auch mehr Geld. Weil hier so ein 10er, der kostet mich 355 die Stunde. Und hier so ein Lobob mit Level 4 nur 44, ne? Jetzt ist die Frage, ne? Ist es dann besser, so einen Low-Dings zu nehmen, der dann von mir aus nicht so viel Geld verlangt, dafür halt ewig lang braucht, bis er das verarbeitet hat. Das heißt, wenn ich immer abends reinkomme, habe ich genug Zeit, dass ich das Erz, was ich hier ranfarme, dann auch für Arbeit bekomme. Oder ist es besser, lieber gute Leute zu haben, also Level 10er, so wie hier, die das schnell verarbeiten, die dann das von mir aus das Erz, was ich bekomme, in einer Stunde durchballern, dann kosten die auch nichts mehr. Und falls irgendwo anders Ressourcen reinkommen, helfen die ja sowieso bei den anderen Stationen mit. Und wenn, wie jetzt hier, kein Erz da ist, dann wird hier auch nichts mehr verbraucht. Mein Problem ist halt zum Beispiel hier, ihr habt es gesehen, eigentlich nur schlechte Leute, unter Anführungszeichen schlecht. Alle nur so Level 2, 5, ich glaube die besten waren so 6 oder so. Das heißt, hier bräuchte ich eigentlich 12 Leute, nein, 3 mal 6 sind 18 Leute, kann man so viel einstellen. 15 kann man einstellen, okay. Die hier Ressourcen ranfarmen. Und das ist auch meine höchsten Ressourcen, wie man möchte, oder die ich aktuell habe, weil ich kann gar nicht so viel Erz ranschaffen in ein paar Maps, die ich abfarmen kann, um hier überhaupt genug Erz ranzubekommen. Und dann kommen wir hier zu den Schiffstransporten. Warum diese halt auch nur so halb funktionieren für mich? Weil ich gehe jetzt mal hier Hafen wählen und ich will hier hin, dann brauche ich davon 280.000 Bluteisen. Also brauche ich jetzt nicht. Und wenn ich hier, ich habe halt normales Bluteisen, 4.000 und diese Barren 11.000. Das heißt, ich habe in Summe nur 15.000, 16.000. Das heißt, wie soll ich 280.000 Bluteisen dorthin bekommen? Mit normalen Farming, wenn man 1-2 Stunden nur unterwegs ist. Also das mit den Erzen ist super schwierig zum Umsetzen. Das Einzige, was hier noch möglich ist oder was vielleicht noch besser funktioniert, sind dann diese landwirtschaftlichen Produkte, würde ich jetzt nennen. Das ist hier Weizen, Mais, Kürbisse, dann diese Orraut und diese Tantinium. Das sind ja diese landwirtschaftlichen Produkte. Dafür bräuchte ich aber
lauter Level 12er Dudes, die da wirklich ranschaffen an Ressourcen, dann könnte ich wenigstens hergehen und immer mal wieder, das mache ich auch hier, größere Mengen von Mais oder hier Weizen, aber Weizen habe ich gerade nicht so viel. Ich habe gerade mal 16k Weizen und ich schätze mal, ich brauche dafür noch 5, 6 Tage, um diese 50k Weizen voll zu bekommen. Hier habe ich zum Beispiel Mais erst drüber geschafft, deswegen ist Mais jetzt nicht mehr so viel da. Kürbisse habe ich gerade gar nicht, doch hier, aber habe ich schon abgeliefert. Und ich bin, genau, hier bin ich gerade beim Warten. Ich brauche halt noch 16.000 Bluteisen, um da, das darunter zu schiffen. Und ja, was mich ein bisschen auch, ich verstehe, dass man das Grinding Gear Games möchte, dass man die Maps spielt. Und in diesen Maps findest du halt diese Erze. Und diese Erze kannst du dann hier hinten in diesem Bergbau-Ding bearbeiten. Ich finde es ein bisschen schade, dass man in der Mine, was ja prädestiniert dafür ist, dort Erze zu machen, geh einfach her und mach einfach irgendwelche Nodes dorthin und mach halt aus diesen Azurit oder ich mach das dazu oder ich mach halt extra Noten, was wahrscheinlich extra Noten besser wäre und wo man dann hier zum Beispiel so eine Ader hat und wo es nicht Azurit gibt, sondern wo man irgendein Erz bekommt. Es muss ja jetzt nicht so viel sein, wie das Azurit hier überall ist, ne? Aber ich in der ganzen Mine habe ich nicht einmal Erz gefunden, was ein bisschen schade ist, da ich würde mal sagen, von der Zeit her, ich bin ungefähr 60-70% in Maps unterwegs, wo Essenzen farmen und die anderen 30-40% bin ich hier in der Delve und farme hier in der Delve Ressourcen. Und das heißt, ich schon von der knappen Zeit habe ich nur noch die Hälfte oder so, um wirkliche Erze ranzufarmen. Der einzige Dings, was man hier bekommt, ist Gold. Ihr habt es gesehen, wenn wir so einen Encounter geschafft haben, hier unten gibt es eine Explosion und da ist meistens auch zu 99% auch irgendwie Gold drin. Und da bekommt man auch ganz gut Gold. Wahrscheinlich auf tieferen Level deutlich mehr Gold, keine Frage. Aber Gold bekommt man auch in der Mine. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass gerade in der Mine keine Möglichkeit ist, dieses Azurit heranzufarmen. Aber ja, das sind so meine Eindrücke aktuell zum aktuellen Ligastand, zur aktuellen Season. Ich würde mich auf jeden Fall interessieren, wie seht ihr das? Habt ihr da eine andere Meinung dazu? Habt ihr mehr Zeit, um mehr Ressourcen ranzuschaffen? Habt ihr vielleicht schon überall 10 Level 10 Dudes und würdet ihr sagen, es zahlt sich aus, eher auf Level 10 zu sparen? Oder wenn man eh nicht so viel onlässt dann unter der Woche, dann lieber auf Lobob setzen und die dann halt weniger kosten und das dann in der gleichen Zeit, also in der Zeit dann durcharbeiten, bis man halt wieder online ist. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beim Dabeisein, beim Wochenupdate. Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche dann wiedersehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Startet gut in die neue Woche und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Servus!